Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Georg Rittmeier. Ich bin Braumeister und Besitzer der Brauerei Rittmeier in Hallandorf. Ich darf Sie alle recht herzlich hier in unserem Betrieb begrüßen. Das Wappen der Brauerei Rittmeier. Es steht für eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1422 zurückreicht. Wegen des guten Bieres erhielt die Brauerei sogar eine eigene Wappenurkunde vom Grafen von Kulmbach. Diese Familientradition führt Georg Rittmeier seit 1983 äußerst erfolgreich fort. Damals betrug die Produktion noch 800 Hektoliter Bier, heute sind es 20.000. Durch unser einzigartiges Wärmespeichersystem konnten wir unseren CO2-Ausstoß von 78 Gramm auf 1,5 Gramm je Hektoliter Bier reduzieren. Sie hören es gerade, hier läuft die Schrotmühle. In der Schrotmühle wird das Malz zerkleinert, damit wir im Sudhaus den Zucker besser lösen können. Das Einmeischen ist der erste Brauabschnitt, bei dem das Malzschrot mit Wasser vermischt wird. Hier geben wir den Hopfen dazu. Er ist verantwortlich für Schaumhaltigkeit, Haltbarkeit und Aroma des Bieres. Unser Weißbier wird offen vergoren. Wir sind davon überzeugt, dass durch die offene Gärung die besten Weißbiere entstehen. Die Hefe ist ein wichtiger Geschmacksträger in unserem Bier. Durch unsere Reinzucht ist unser individueller Biergeschmack gesichert. Hier wandelt die Hefe den Zucker, den wir im Sudhaus gelöst haben, in Alkohol, Kohlensäure und Wärme um. In unserem traditionellen Keller stellen wir unsere Spezialbiere her, wie Rauchbier, Smoky Chot oder dann auch unsere holzfassgelagerten Biere. Da gehen wir jetzt mal rein. In der eigenen Abfüllanlage werden jährlich 100.000 Hektoliter Bier abgefüllt. Sie kann sowohl Flaschen mit Bügelverschluss als auch Flaschen mit Kronenkorken befüllen. Seit dem Jahr 2000 ist diese Abfüllanlage in Betrieb und versorgt mittlerweile 30 verschiedene Brauereien mit abgefüllten und etikettierten Bierflaschen. Und dieses Bier kann man zum Beispiel im herrlichen Gartenkeller genießen, der von April bis Ende September geöffnet hat. Hier sind alle Brotzeiten hausgemacht, warme Speisen gibt es hier nicht. Ein echtes Schmankerl für Sportsfreunde ist die Naturkegelbahn. Einer der größten Biergärten der Familie Rittmeier befindet sich unterhalb der mittelalterlichen Wallfahrtskirche, der Kreuzbergkeller. Hier ist für 400 Personen Platz im Freien. Es gibt überdachte Plätze und auch eine gemütliche Gaststube mit Kachelofen. Wer in ein nicht alltägliches fränkisches Gasthaus will, der muss in die Brauereigaststätte der Familie Rittmeier gehen.
Sie ist am ursprünglichen Brauereistandort in der Treilsdorfer Straße 4 in Hallandorf zu finden. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Brauereiführung.